zwei psychologische Tricks, die ich dir im Laufe dieses Videos einmal mit auf deinen Weg gebe, wenn du eine MPU machen möchtest oder machen musst, um deinen Führerschein zurückzubekommen. Das ganze MPU-Thema bzw. das psychologische Gespräch, was auf dich zukommen wird, hat es sehr in sich. Also unvorbereitet empfehle ich das niemandem, weil die Psychologen sehr gut trainiert sind. Die haben diese Gespräche schon tausende Male geführt und du wirst es das erste Mal geführt haben. Natürlich werden die Psychologen dich immer wieder überprüfen und es gibt auch viele Fragen, die dir gestellt werden, die auf Statistiken sich beruhen. Das heißt, wenn du irgendwelche Zahlen dort nennst, die nicht statistikkonform sind, dann wirst du einfach durchfallen an der Stelle. Weil der Gutachter sagt, ja, das glaube ich ja nicht. Es ist höchst unwahrscheinlich, das, was sie mir hier gerade sagen. Das gilt aber auch bei, wie viele Fahrten unter Drogen hatten sie, wie viele Fahrten unter Alkohol, aber auch, was haben sie konsumiert, welche Mengen haben sie konsumiert, welchen Zeitabständen. Das muss alles anhand deinen festgestellten Werten auch passen. Wenn du mit 2 Promille sagst, du hast jedes Wochenende nur 4 bis 5 Bier getrunken zu 0,5 Liter, dann geht das mit den Werten einfach nicht auf. Das ist so das eine Thema. Das ist aber nicht wirklich der psychologische Trick, sondern das ist einfach nur eine Tatsache, dass vieles einfach echt beantwortet werden muss, statistikkonform auch beantwortet werden muss. Was aber ein wirklich psychologischer Trick ist während eines psychologischen Gesprächs bei der MPU, sind die Tatsache, dass immer wieder mal Fragen kritisch gestellt werden oder es gibt immer mal wieder kritische Rückfragen. Beispielsweise, du hast jetzt eine Cannabis-MPU, bist mit Gras aufgefallen und da wird auch die Frage gestellt, ja, wie sieht es mal eben mit so Alkohol aus? Und du sagst, ja, ich trinke so 3-mal im Jahr 2 Bier. Zu 0,5 Liter. Und dann hat der Gutachter, okay. Und irgendwann stellt er die Frage nochmal, ja, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie trinken ja nur 2 Bier, 3-mal im Jahr, das glaube ich Ihnen so nicht. Wollen Sie da wirklich bei bleiben oder wollen Sie Ihre Angabe jetzt nochmal verändern? Und sind dann viele am Wackeln, weil sie denken, okay, was soll ich jetzt sagen? Soll ich doch lieber sagen, dass ich jedes Wochenende trinke? Tatsache ist aber, wenn du jetzt auf einmal doch was anderes sagst, wie ganz am Anfang des Gespräches, dann ist das ganze Thema gegen die Wand gefahren, weil dein Gutachter dann festgestellt hast, dass du von Anfang an nicht die Wahrheit erzählt hast und dann glaubt er dir gar nichts mehr und lässt dich einfach durchfallen. Das kann bei dieser Alkoholfrage Thematik sein. Es kann aber auch bei jeder anderen Frage Thematik sein. Auch er kann auch fragen, ja, was haben Sie denn am Tag Ihrer Drogenfahrt konsumiert? Sie hatten ja 22 Nanogramm aktives THC und du sagst, ja, ich habe eine Stunde vor der Fahrt einen Joint konsumiert zu 0,5 Gramm. Kann er irgendwann später nochmal fragen, ja, nochmal zurück zu Ihrem Tag der Auffälligkeit. Sind Sie sicher, dass Sie da nur einen Joint konsumiert haben? Das sieht ja sehr wenig aus anhand von den Werten, die ich hier festgestellt habe. Und auch das ist einfach nur eine Überprüfung, ob du standfest bist und exakt das Gleiche wieder sagst wie vorher. Wenn du aber sagst, ja, Sie haben ja recht, war ja doch, das waren doch mehr, es waren 2 oder 3 Joints gewesen, dann bist du an der Stelle einfach durchgefallen und viele verstehen das nicht. Und sagen am Ende, oh, alles scheiße, die Gutachter haben mich extra durchfahren lassen, ist alles eine Abzocke und bla bla bla. Dann heulen sie alle rum, weil sie das Thema nicht verstanden haben, sich entweder nicht vorbereitet haben oder die andere Vorbereitung darauf nicht aufmerksam gemacht hat oder die waren bei einer geilen Vorbereitung und haben als Mensch einfach selber versagt. Das gibt es natürlich auch noch. Und das ist einer der sehr gravierenden Tricks bei den Gutachtern, um zu überprüfen, ob du standfest bist. Das ist eine psychologische Standfestigkeitsüberprüfung einfach, um zu schauen, ob du bei dem bleibst, was du sagst oder ob es Abschweifungen gibt. Der zweite psychologische Trick sieht im Prinzip immer so aus, dass sie dir versuchen, möglichst wenig in die Augen zu schauen, weil sie A, alles mittippen müssen, B, sich dir aber auch manchmal so, dich manchmal komisch anschauen, also unglaubwürdig dich anschauen. Auch das ist eine Überprüfung, wenn sie dich kritisch anschauen, ob du wirklich bei dem bleibst, was du sagst oder ob das alles nur irgendein Käse ist, den du dir irgendwie aus den Rippen gesaugt hast. Und auch das ist für jemanden, der sich darauf nicht vorbereitet hat, alles höchst kritisch. Vielleicht kannst du dich an irgendeinen Moment in deinem Leben mal erinnern, wo du vielleicht deine Eltern mal angelogen hast für irgendwas Kleines, weil du dich irgendwie schützen wolltest und dann deine Eltern oder irgendjemand aus der Familie oder irgendein Freund dich dann sehr kritisch angeschaut hat oder was noch geiler ist, einfach in einer Beziehung. Wenn eine Beziehung irgendwie am Ende der Beziehung ankommt, dann ist ja immer vieles mit Crash oder Krach verbunden und auch da gibt es dann diese ganzen komischen Blicke, wo man dann versteht anhand der Blicke, dass damit schon irgendwas einem mitgeteilt wird und das ist bei der MPU auch manchmal der Fall, dass sie so indirekt die ganz komische Blicke zuwerfen und ein ganz komisches Gespräch dann versuchen, aber das ist alles nur Teil des Testes, um zu überprüfen, ob du darauf normal
mal anspringst, locker bleibst oder ob du vielleicht einen Ausraster schiebst oder komplett gar nicht mehr sprechen kannst. Alles sind so Faktoren, die die Gutachter einfach überprüfen wollen an der Stelle. Du hast jetzt anhand dieser zwei Sachen, die ich dir jetzt mitgegeben habe, vielleicht verstanden, dass es gar nicht mal so einfach auf die Schulter zu nehmen sein sollte, dieses ganze MPU-Thema, weil im schlimmsten Fall hast du die MPU dann einfach gegen die Wand gefahren. Und je nach Auffälligkeit sind das mal 800 bis 1300 Euro, die du für eine MPU, also für den Termin dort selber bei der MPU-Stelle zahlst. Und deswegen macht es in den Fällen einfach keinen Sinn zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf eine Vorbereitung. Oder ich mache eine Vorbereitung, habe aber keinen Bock, da richtig teilzunehmen. Dann ist es dein eigenes Verschulden. Wenn du aber wissen möchtest, wie wir dich auf deine MPU vorbereiten können, dann kannst du dich gerne mal eintragen bei mir zu einem kostenfreien Beratungsgespräch. Alles, was du dafür machen musst, ist einfach hier auf den Videolink zu gehen. Unter diesem Video ist eine Videobeschreibung, da ist ein Link, da kannst du draufdrücken und dann kommst du direkt zur Website und da kannst du dich eintragen zu einem kostenfreien Erstgespräch über eine Videotelefonie. Das ist super smart, super einfach gelöst und in diesem Gespräch erkläre ich dir genau, wie dieses Thema funktioniert, werde dir mehrere Fragen mitgeben, die vom Psychologen auch auf dich zukommen werden und werde dir auch sagen, wie am besten richtig strukturierte Antworten aussehen, damit die Gutachter damit auch arbeiten können und nicht irgendwie durch halbe Angaben eine komplette Verwirrung haben. Deswegen trag dich einfach kurz ein, es ist ein kostenfreies Gespräch, dafür musst du keine Bankdaten oder so angeben und es ist super smart und ich würde mich freuen, wenn ich dich bald persönlich mal begrüßen kann. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Dustin von der Sedura Consulting GmbH. Jeden, der irgendwie durchkommen möchte, weil ihr passt euch wirklich jede Geschichte an, schaut intensiv auf welche Gegebenheiten oder Lebensumstände derjenige sich gerade befindet. Ja, und das machen, ich sag mal, gewöhnliche Vorbereiter eigentlich nicht.